Hand aufs Herz, auf Arbeitgeber wie diese würde jede Region in Deutschland richtig stolz sein. 59 Betriebe, viele mit überregionaler und internationaler Bedeutung, haben sich beim VR-Berufsstartertag am 20. Oktober in Parchim präsentiert. Noch nie war die Auswahl an Zukunftsperspektiven für die Jugend so gut wie in den letzten Jahren, geben die Organisatoren zu. Die Chancen, den Traumberuf bei einer Firma mit großem Namen zu erlernen, und das fast vor der Haustür, nutzen die Jugendlichen bei den VR-Berufsstartertagen immer gerne. Kein Zufall, dass die Veranstaltung bereits ihre 23. Auflage feiert. Unterstützt wird sie traditionell von der VR-Bank und der AOK Nordost. Wir haben eine sehr breite Palette und das macht es halt auch aus. Ne? Die Interessen sind heutzutage sehr vielfältig und genau das wollen wir heute auch hier mit dem Berufsstartertag abbilden, sodass jeder seinen Neigungen entsprechend auch und seinen Interessen entsprechend auch was findet für sich und für seine Zukunft. Die Tendenzen und auch das Feedback von den einzelnen Ausstellern ist so, dass es doch eine sehr, sehr positive Resonanz ist und dass sich auch hieraus aus dieser Teilnahme an dieser Berufsstartermesse doch das eine oder andere sehr gute Gespräch ergibt und natürlich weiterführend unser Ziel, welches dahinter steht, auch die Berufsabgänger hier aus der Region, in der Region zu halten, sich daraus auch realisieren lässt. Also sprich, es kommen auch ganz klare Ausbildungsverträge zustande und es gelingt doch schon, die möglichen potenziellen Berufsstarter hier zu generieren und zu finden. Das ist ein immerwährender Prozess. Es ist natürlich so, dass wir immer darauf bedacht sind, auch die Angebote hier vor Ort den Jugendlichen, den jungen Leuten eben auch präsent zu machen, damit sie dann eben sehen, welche Möglichkeiten sie hier in Parchim haben. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation für die Unternehmen, für die Jugendlichen, wo beide etwas davon haben. Und da müssen wir stetig daran arbeiten, dass wir dies auch so kommunizieren nach außen. Aber ich glaube, es wird langsam ein Stück weit besser. Die Region Westmecklenburg hat momentan die niedrigste Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern. Der Wirtschaft vor Ort geht es gut und der Nachwuchs hat deshalb immer mehr Gründe, die Ausbildung zu Hause zu absolvieren.